Hey ihr Lieben, ja, gerade eigentlich von der Mary Jane zurück, war ja auch ziemlich turbulent in Berlin. Ja, und hier für euch die neuen Kanajus und somit herzlich willkommen zu den CATV News aus dem Juni. Ja, die erste Meldung kommt aus Deutschland, auch das Gras wird leider teurer. Ja, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, hat am 6.06.2023 bekannt gegeben, dass man den Preis für in Apotheken verkauften Medizinalhanf ab dem 1. Juli schon von ursprünglich 4,30 auf 5,80 Euro erhöhen werde. Als Grund nannte man die Tatsache, dass hierzulande in erster Linie Cannabissorten über die Theke gereicht werden, die einen hohen THC-Gehalt besitzen. Dies ließe sich auch durch die Verschreibung seitens der Patienten behandelnden Ärzte belegen. Und somit sei die Nachfrage nach Varietäten, die einen geringen THC-Gehalt besitzen, ja eher gering. Da die Kalkulation den Preis betreffen bislang auf einer Mischkalkulation aus allen erhältlichen Sorten basierten, ist es offensichtlich nur notwendig geworden, den Verkaufspreis ja vom medizinischen Marihuana ein wenig anzupassen. Die in der Anlage 10 zum Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitung aus Stoffen festgeschriebenen speziellen Regeln bezüglich der Handhabung für BfArM-Cannabis sahen bislang vor, dass für unbehandelte Cannabisblüten ein abrechnungsfähiger Preis von 4,30 Euro pro Gramm gilt. Ja, auf diesem Geldwert durften Apotheken stets einen Zuschlag von 100% hinzufügen. Wenn jetzt der Verkaufspreis seitens der BfArM ab dem 1. Juli auf 5,30 Euro erhöht wird und die bisherigen Regeln unverändert bleiben, bedeutet das also für die Apotheker, dass sie bei den Abrechnungen einen Betrag von 1,50 Euro mehr berücksichtigen dürften. Selbstzahler von Cannabis müssten daher ab diesem Datum mit einem Preis von 13,80 Euro rechnen, also zumindest in Deutschland. Ja, die Rap-Szene gründet eigene Cannabis-Unternehmen. Es handelt sich diesmal um Ciro. Der will ins legale Cannabisgeschäft einsteigen mit dem Unternehmen Kief, was ein bisschen komisch geschrieben wird. Und ich will damit auch Aufklärungsarbeit leisten. Ja, der Rapper beschreibt die Informationslage über medizinisches Cannabis in Deutschland als gefährliches Halbwissen, dass sich die meisten aus dem Freundschaftskreis zusammensammeln. Aus diesem Grund steht vor allem die Aufklärung rund um das Thema Cannabis im Fokus seines Unternehmens. Gleichzeitig will Ciro durch die Aufklärung Stigmata und Vorurteile gegenüber Cannabiskonsumenten aufbrechen. Ja, interessant. Handeln wird Kief übrigens wohl erst einmal mit Arzneimitteln auf CBD-Basis. Dazu gehören auch so Crafthems, Cannabisblüten und verschiedene Extrakte, die man auch von verschiedenen Händen erkennt. Ja, und alle, die natürlich auf Cannabis basieren. Viel Erfolg. Ja, und jeder hat eine Meinung zu Cannabis, aber nur wenige sprechen sie aus. Ich möchte dieses Schweigen brechen. Wir wollen mit Kief etwas bewegen, wir wollen aufklären und das geht am besten, wenn wir Menschen dort abholen, wo sie stehen mit ihren Erfahrungen, Ängsten, aber auch Vorurteilen, so Ciro. So, und nun noch weiter nach Frankfurt. Eine Meldung der Rote Kiefer-Fraktion. Wir haben die Befragung der Stadt Frankfurt am Main zum Thema Cannabis manipuliert, heißt es in dem angeblichen Bekennerschreiben, das mit Rote Kiefer-Fraktion unterzeichnet ist und dem Hessischen Rundfunk am Samstag zugeschickt wurde. Von der Umfrage unter 10.000 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern seien zahlreiche Antworten gefälscht. Die Rote Kiefer-Fraktion bekennt sich dazu, 500 Fragebögen sowie Rückumschläge vervielfältigt zu haben. Die Briefe habe man über Dutzende Briefkästen im Stadtgebiet verteilt, an das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg geschickt, das die Befragung im Auftrag der Stadt durchführte. Ja, all diese Fragebogen seien tendenziös positiv hinsichtlich der Kifferei ausgefüllt und das Ergebnis nachhaltig positiv zu gestalten. Ja, die Ergebnisse der Befragung wollte das Drogenreferat der Stadt am Samstagnachmittag im Gesundheitsamt vorstellen. Die Stadt äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der angeblichen Manipulation. Verbreitet hat den Fragebogen offenbar Moritz Post, Autor beim Satire-Magazin Titanic. Er twitterte am Samstag, er sei einer der 10.000 zufällig ausgewählten Umfrageteilnehmer gewesen. Die gestellten Fragen habe er für fragwürdig gehalten und den Fragebogen daher an die Rote Kiefer-Fraktion weitergegeben.
Ja, die Befragung sei derartig beliebt, dass wir einen durchgezogen haben, Pizza bestellt und dann entschieden haben, die Studie zu manipulieren. Ja, es wäre sinnvoller gewesen, heißt es in dem Schreiben weiter, die seit vielen Jahren in der Suchtberatung tätigen Experten zu befragen, statt Meinungen und Befindlichkeiten abzufragen. Die Stadt Frankfurt verbrennt auf diesem Weg 10.000 Euro. Die Rote Kiffer-Fraktion hat gerne mitgeholfen, sicherzustellen, dass die Kohle auch wirklich verloren ist. Ja, Hintergrund ist die geplante Entkriminalisierung auf Bundesebene. In Modellregionen soll zudem unter wissenschaftlicher Beteiligung legale Lieferketten für Cannabis erprobt werden. Und Frankfurt will sich gemeinsam mit der Nachbarschaft Offenbach als solche bewerben. Ja, und noch eine brandheiße Meldung, nämlich eine Plantage hätte beinahe einen ganzen Wald angezündet. Die Feuerwehr Wandlitz im Kreis Barnim musste am vergangenen Freitag wegen eines Brandes einer noch illegalen Cannabisplantage ausrücken. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie aus einem Waldstück im Reimer See Rauch hatte aufsteigen sehen. Ja, wie es am Sonntag von der Polizeidirektion Ost hieß. Ja, und nun kurz nach Österreich rüber. Die Bundesregierung boykottiert die Volksgesundheit. Nun, brandaktuell greift ein hochrangiger Redakteur des Standards die Freigabe von Cannabis auf, gibt Hanf frei, also kontrolliert. Seit Jahren forscht der Cannabis-Rechtsexperte Wolfgang Pödel rechtswissenschaftlich über die Möglichkeiten der Freigabe von Cannabis und hat bereits 2019 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Legalisierung von Cannabisprodukten, also erstmal CBD, dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt. Laut Rechtsansicht von Pödel gibt es keinen rechtlich zulässigen Grund, um dem Volk den Genuss von Cannabis zu verbieten. Nicht überall, wo Cannabis draufsteht, sei auch Suchtmittel drin, so Pödel. Das Gegenteil sei der Fall. Ja, der Markt gibt Pödel recht. Sogenannte CBD-Öle sind auf dem internationalen Markt der Renner. Auch Hanfblüten erfreuen sich auch im wesentlichen Umfang als Aromastoffe genutzt, immenser Beliebtheit. Seit Jahrtausenden werden Hanfpflanzen und Cannabisprodukte für die Gesundheit genutzt. In Österreich wollte man das zugunsten der Pharmaindustrie verbieten. Ja, die österreichische Bundespolitik für Gesundheit hält an nicht nachvollziehbaren Verhinderungsmethoden des Inverkehrbringens von Cannabis fest. Das Bundesministerium für Gesundheit ignoriert einfach seit 2019 den Gesetzesvorschlag des Cannabis-Rechtsexperten. Und dieser Gesetzesvorschlag wurde von einem Hofrat des Verwaltungsgerichtshofes universitäre positiv geprüft. Das alles kümmert den grünen Bundesminister wenig. Also während der internationale Trend zur Freigabe von Cannabis in die richtige Richtung geht, will man in Österreich offenbar ja, völlig bewusst und ignorant diese der Gesundheit zuträglichen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze völlig bewusst vorenthalten. Ja, Wolfgang Pödel startet jetzt eine europaweite Kampagne zur Volksinformation über die wahren Hintergründe der Verhinderung des Zugangs zu den gesundheitsfördernden Stoffen der Heilpflanze durch die österreichische Bundesregierung, damit die Zukunft heißt, Cannabis ist frei. Ja, und noch eine Meldung aus Österreich. Ja, was hört man da aus der Richtung der SPÖ? Der frisch ernannte SPÖ-Chef Andreas Babler hat in einem Interview mit der ZIP2 am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. In seinen inhaltlichen Aussagen kündigte er an, Cannabis legalisieren zu wollen. Zudem forderte er die ÖVP auf die Sozialdemokraten zuzugehen und ihre Koalitionsfähigkeit wiederherzustellen. Hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis betonte Babler, dass er zu seiner Antwort in einer Online-Frage in der sogenannten Wahlkabine stehe. Dennoch betonte er, dass dies keine feste Positionierung einer neuen Parteilinie zur Freigabe von leichten Drogen sei. Babler erklärte, der Vorsitzende der SPÖ vertritt das. Wir werden alles diskutieren. So, nun geht's nach Luxemburg. 2020 haben wir bereits das erste Mal darüber berichtet. Ja, und jetzt ist es wohl endlich soweit. Der Anbau und Konsum einer Cannabismenge im Freizeitgebrauch, in privater Umgebung soll künftig in Luxemburg erlaubt werden. Ja, wir fragen uns, ob das Gesetz keine Lücken hat. Das Parlament des Großherzogtums beschloss heute mit 38 Ja gegen 22 Nein-Stimmen ein entsprechendes Gesetz. Pro Haushalt dürfen nun 4 Cannabispflanzen
aus Samen angepflanzt werden. Der persönliche Konsum zu Hause wird also erlaubt, aber in der Öffentlichkeit bleibt Konsum und Besitz von Cannabis verboten. Die Drogenpolitik, die wir seit 50 Jahren betrieben haben, war ein Misserfolg, sagte die Justizministerin Sam Tanson der Grünen in der Abgeordnetenkammer. Mit dem Gesetz sollten die Verbraucher und Verbraucherinnen vor verunreinigten Cannabis geschützt werden. Zudem wolle man den Drogenhandel bekämpfen. Es gäbe aber weiterhin Geldstrafen, zum Beispiel für das Konsumieren von Cannabis in der Öffentlichkeit. Die Geldstrafe für den Besitz von Cannabis in der Öffentlichkeit wird bei einer Menge von bis zu 3 Gramm auf 25 bis 500 Euro reduziert. Bei mehr als 3 Gramm droht ein Strafverfahren mit bis zu 6 Monaten Haft oder sogar und 2.500 Euro Geldstrafe. Das Aufziehen von 4 Pflanzen pro Haushalt ist nur erlaubt, wenn diese von außen nicht sichtbar sind und wahrscheinlich auch nicht zu riechen. Das von der Koalitionsregierung aus liberalen Sozialdemokraten und Grünen eingebrachte Gesetz wurde von der oppositionellen christlich-sozialen Volkspartei scharf kritisiert. Weder werde der Schwarzmarkt verschwinden noch der Konsum eingeschränkt. Mit dem Gesetz verstoße Luxemburg gegen internationale Konventionen. Ja, die Erlaubnis zum Privatanbau und Konsum im privaten Raum soll nur die erste Etappe auf dem Weg zu einer umfassenden Freigabe von Cannabis sein. Im zweiten Schritt sollen staatlich kontrollierte Produktionsketten und ein staatlich kontrollierter Verkauf von Cannabis entwickelt werden, sagte die Berichterstatterin des Justizausschusses. Ja, und dann noch eine Meldung aus Ukraine. Man will die Traumata des Krieges lindern. Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Abgeordneten seines Landes aufgefordert, medizinisches Cannabis zu legalisieren und den Ukrainern zu helfen, die Schmerzen, den Stress und das Trauma des Krieges zu überwinden. Ja, alle weltweit bewährten Verfahren und Lösungen, so komplex oder ungewöhnlich sie auch sein mögen, sollten in der Ukraine angewandt werden, damit alle ukrainischen Bürger nicht die Schmerzen, den Stress und das Trauma des Krieges ertragen müssen, sagte Zelensky in einer Rede am Mittwoch. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die psychische und physische Rehabilitation in der Ukraine auszubauen, was sowohl den Bau von Rehabilitationszentren als auch die Ausbildung des entsprechenden Personals umfasst. Im Juni 2022 legte das ukrainische Ministerkabinett einen Gesetzesentwurf zur Regelung der Verwendung von Cannabispflanzen in der Ukraine für medizinische und industrielle und wissenschaftliche Zwecke vor. Nach Angaben der Unterzeichner benötigten bereits vor der Invasion Russlands in der Ukraine mehr als 2 Millionen schwerkranke Patienten Medikamente auf Basis von medizinischem Cannabis. Aufgrund des Krieges habe sich die Zahl verzehnfacht und also zugenommen. Ja, und jetzt noch schnell eine Meldung aus den USA. Und zwar die NFL-Spieler kiffen. Ja, spannende Aussagen von NFL-Superstar Travis Kelce. Die Regeln für den Konsum von Marihuana werden weltweit lockerer, besonders in den USA. 50-80% der NFL-Spieler konsumieren regelmäßig Marihuana, packte nun der Spieler Kansas City Chiefs in einem Interview aus. Besonders die lockeren Tests in der höchsten Football-Liga seien dafür ausschlaggebend. Spieler werden aufgrund einer Regeländerung von 2021 nur ein einziges Mal am Beginn der Saison während der Trainingscamps getestet. Kelce weiter, wenn man einfach Mitte Juli aufhört und alles in Ordnung ist. Und ja, viele Spieler hören dann praktisch kurz vorher auf und bestehen dann die Kontrollen. Und schließlich trainieren die so hart, dass es in der Sonne auch wieder ausgeschwitzt wird. Ja, und wirklich niemand wird dafür bestraft. Kelce selbst ließ seinen Konsum zwar offen. 2010 wurde er allerdings von der University of Cincinnati ein ganzes Jahr gesperrt, nachdem er positiv auf Marihuana getestet worden war. Ja, das war mir so peinlich. Ich wollte niemanden ansehen, gestand er. Ja, wir hoffen, dass die Sendung nicht allzu peinlich war und wünschen euch eine geile Urlaubszeit. Und wenn ihr Urlaub habt, ansonsten chillt zwischendurch, genießt eure Tüte in der Ruhe, in der Sonne. Und ja, bis dahin alles Gute, abonniert uns, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, baba.